Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid bei einem neuen Food Haul. Es ist mal wieder Zeit für den Wocheneinkauf gewesen. Ich habe eingekauft, wie immer mit fester Speiseplanung und mit fester Einkaufsliste und ich zeige euch heute meinen Einkauf. Ich war bei Aldi, wie eigentlich fast immer, aber ich war auch bei Metro. Und bei Metro habe ich Fisch gekauft. Da kaufen wir total gerne frischen Fisch und auch immer so ein bisschen auf Vorrat. Heute haben wir Rotbarschfilet und dann auch noch so ein bisschen, ich glaube, Kalmar, genau. Das ein bisschen jetzt auf Vorrat. Also wir haben einmal diese Woche geplant Fisch mit Ofengemüse. Dafür ist nämlich der Rotbarsch. Insgesamt haben wir aber ein Kilo von dem Rotbarsch gekauft, dass wir natürlich nicht alles an einem Tag essen, sondern ein Teil davon wird eingefroren. Und den Rest essen wir dann mit dem Ofengemüse zusammen. Und der Kalmar war jetzt nicht fest eingeplant, aber den gegrillt mit ein bisschen Salat oder so, genau, wird es dann auch irgendwann mal geben. Metro, wir kaufen den Fisch meistens im Angebot. Und zwar auch meistens immer dann, wenn, also mit dem, was wir aus dem Portemonnaie irgendwie übrig haben. Das addieren wir dann und dann kaufen wir davon ganz gerne Fisch oder unseren Kaffee. Aber Kaffee haben wir en masse, deswegen gab es Fisch. Insgesamt haben wir jetzt für ein Kilo Rotbarsch und, wie viel ist der andere, 500 Gramm von dem Kalmar haben wir 27 Euro gezahlt. Was ich auch noch bei Netto gekauft habe, ist Heringssalat. Den esse ich nämlich total gerne und bei Netto gibt es immer ganz leckeren. Da könnte ich mich reinlegen. Also ein Heringssalat ist so eine Sache, die esse ich total gerne. Machen wir weiter mit dem Einkauf bei Aldi. Ich lege wie immer los mit Obst und Gemüse. Und da haben wir Tomaten, einmal Champignons, einmal Paprika, zwei Salatgurken, Zitronen, rote Zwiebeln, Knoblauch, einen Sack Möhren. Es war mal wieder an der Zeit, Möhren zu kaufen. Und Zucchini, das sind, ich glaube, 4 oder 5, also auch jede Menge. Und dann gleich 4 Avocados. Ich glaube, mein Mann und ich waren zusammen einkaufen. Ich glaube, wir haben unabhängig voneinander jeder jeweils 2 Avocados in den Einkaufswagen gepackt. Ohne zu gucken, ob der andere schon welche eingepackt hat. Also wir müssen viel Avocado essen diese Woche. An Obst haben wir Birnen gekauft und Äpfel. Am allerliebsten esse ich diese Pink Lady Äpfel. Ich finde, die schmecken einfach mit am besten. Und eine Packung Plattpfirsiche. Allerdings sind die schon, oder sind die sehr, sehr weich. Und sie lagen nicht ganz oben in der Tüte und 1 bis 2 haben jetzt so ein bisschen gematscht und sind ausgelaufen. Deswegen musste ich das hier mal eben entfernen und muss die gleich nochmal richtig abwaschen und so. Aber eine Packung Plattpfirsiche. Ich mache weiter mit den gekühlten Sachen und da haben wir Milch und zwar insgesamt gleich 6-mal, also richtig viel Milch auf Vorrat, weil wir die immer viel brauchen. Für den Kleinen, für meinen Sohn, für seine morgendliche oder abendliche Milch, für meinen Kaffee brauche ich Milch, ganz wichtig. Für mein Müsli, also Milch brauchen wir immer richtig viel, deswegen haben wir da jetzt diesmal 6 Stück von gekauft. Und apropos Frühstück, ich habe das schon mal in einem anderen Food Haul erzählt, ich mag total gerne die Kombi aus Natursoja-Joghurt und Vanilleskier. Das gemischt zusammen mit Obst und Haferflocken ist sehr, sehr lecker. Also das gehört wirklich mit so zu meinen Lieblingsfrühstücken. Deswegen habe ich das diesmal wieder mitgenommen. Für ein Gericht brauchen wir Feta diese Woche. Und dann haben wir ganz viel verschiedenen Käse für halt als Aufschnitt, weil wir eigentlich nur Käse auf Brot essen. Wir kaufen keinen Aufschnitt mehr. Ich habe einmal jungen Gouda gekauft. Meinen Lieblings-Camembert bei Aldi gab es irgendwie nicht, deswegen habe ich diesen hier mal getestet. Der soll auch verhältnismäßig mild sein, deswegen hoffe ich, dass der mir schmeckt. Und eine Packung Frischkäse. Eier gehen bei uns auch immer relativ viel weg, deswegen kaufen wir meistens immer 2 Packungen Eier, so auch heute. Und für ein Gericht habe ich Fleisch gekauft, kaufe ich fast gar nicht, also super selten. Das ist jetzt hier Hähnchenbrustfilet. Und irgendwie war in einem anderen Aldi als sonst und bei uns im Aldi, wo ich regulär sonst bin, gibt es das gar nicht, diese Haltungsform. Also da gibt es irgendwie nur Stallhaltung und als ich das dann hier gesehen habe, habe ich gedacht, okay, dann nimmst du das. Mal gucken. Ich glaube, ich werde aber trotzdem eine vegetarische Version von diesem Gericht essen. Was es ist, kommt gleich. Für mein eben erwähntes Lieblingsfrühstück brauche ich Haferflocken. Da haben wir 2 Packungen von gekauft. 1 Packung Brötchen. Unser Brot backe ich ja immer selber im Brotbackautomat. Trotzdem kaufen wir auch immer Brötchen. Und 1 Packung Wraps. Da habe ich jetzt kein festes Gericht mit geplant, aber ich habe sie da liegen sehen und habe gedacht, ich hätte Lust, mir mittags auch einfach mal so ein Wrap zu machen.
Ja. Was wir mittlerweile eigentlich auch immer selber machen, weil wir da ein ganz tolles neues Gerät haben, sind Nudeln. Trotzdem haben wir eine Packung Notfallpenne gekauft. Ja, wie gesagt, für den Notfall, wenn es mal schnell gehen muss. Und dann Cashews. Das ist eine große 500 Gramm Packung. Die brauchen wir tatsächlich für ein Gericht, weil wir unsere heißgeliebte Linsenbowl machen möchten, die ich auch schon ein paar Mal hier in meinen Videos gezeigt habe, die einfach fantastisch lecker ist. Und ich weiß, die Kombi klingt auf im ersten Moment merkwürdig, aber sie ist sehr, sehr lecker. Und dafür brauchen wir Cashews und auch sonst snacken wir die ganz gerne. Wir rösten die dann immer einfach nur kurz in der Pfanne an. Für die Linsenbowl brauchen wir auch Linsen, deswegen wieder eine neue Packung Berglinsen. An Konserven habe ich zweimal Thunfisch mitgenommen. Ich meine, es ist kein Thunfischgericht geplant, aber wir nehmen das trotzdem immer ganz gerne so auf Vorrat mit, weil wir dann auch irgendwie so außer der Reihe ganz gerne mal was mit Thunfisch kochen. Und ich habe 4 Dosen gehackte Tomaten mitgenommen, auch auf Vorrat. Ich weiß gar nicht, ob ich eine wirklich diese Woche brauche, aber es schadet nicht, sie im Küchenschrank zu haben. Mais habe ich noch mitgenommen. Da habe ich ich kaufe eigentlich immer diese Dreierpack, die kleinen Dosen. Und ein Glas schwarze Oliven. Das war es auch schon fast. Eine Packung Mehl haben wir noch mitgenommen. Kaufen immer Dinkel-Vollkornmehl. Das schmeckt uns einfach mit am besten, sowohl als Brot als auch als Nudeln. An Süßkram haben wir jetzt heute nicht besonders viel mitgenommen. Einmal diese Mini-Windbeutel, die sind nämlich echt lecker. Und eine Packung Haribo Colorado. Und sonst außer der Reihe, was jetzt nicht irgendwie Food ist, haben wir eine nochmal FFP2-Maske mitgenommen und ja, ganz spektakulär WD-40. Ich weiß gar nicht, wofür genau das sein soll, aber wir brauchten es oder wir brauchen es für irgendwas und es gab es im Aldi, deswegen haben wir das mitgenommen. Das war der Wocheneinkauf. Ich räume jetzt erstmal die ganzen Sachen, die unbedingt in den Kühlschrank müssen, in den Kühlschrank. Und danach zeige ich euch oder sage euch, was wir für diese Woche an Gerichte geplant haben. Ich habe heute tatsächlich nur 5 Gerichte geplant und habe gedacht, so für die restlichen Tage der Woche werde ich basteln mit dem, was wir da haben, weil es wird genug zum Basteln da sein, auf jeden Fall. Also sowohl Vorratsschränke als auch Kühlschrank sind jetzt proppevoll und es wird uns auf jeden Fall für mindestens eine Woche reichen und nicht nur für 5 Tage. Aber irgendwie hatte ich keine Ideen und musste halt alles so ein bisschen schnell gehen. Ich mache das heute so ein bisschen anders. Ich erzähle euch jetzt, was ich geplant habe an Gerichte und was da so reinkommt. Das heißt, ich lege nicht wie bei den letzten Sachen die Einkäufe, die ich dafür jetzt extra gekauft habe, hin, sondern wir machen das jetzt so im Schnelldurchgang sozusagen. Und zwar, ich habe ja schon erzählt, unsere Linsenbowl, da habe ich auch schon mehrmals drüber geredet. Und zwar ist das eine Bowl und mit Linsen, logischerweise. Also Linsen ist so die Hauptzutat und die Linsen werden ganz normal gekocht, hinterher mit Salz ein bisschen gewürzt und dann kommen Olivenöl und Zitronensaft da drauf. Und als Toppings dann Avocado, Feta, Cashews und Cranberries, also getrocknete Cranberries. Und das ist super lecker. Ich weiß, die Kombi klingt im ersten Moment ein bisschen merkwürdig, aber wenn man das alles zusammen mal probiert, das schmeckt so gut und ich kann nicht aufhören, von dieser Bowl zu schwärmen, weil sie einfach so lecker ist und wir sie so gerne essen. Deswegen musste es diese Woche mal wieder sein. Es wird unsere Linsenbowl geben. Dann habe ich auch schon erzählt, Ofengemüse mit Fisch, also den Fisch habt ihr gesehen, es gibt Rotbarschfilet und dazu halt alles an Gemüse, was wir da haben. Wir haben jetzt ganz viele Möhren, ganz viel Zucchini, Paprika kommt mit rein, wir machen auch gerne Zwiebeln mit rein, was haben wir noch, Pilze haben wir, also alles, hauen einfach alles jetzt zusammen dann in eine große Auflaufform, ganz viel Gemüse und dann würze ich das mit Salz, Pfeffer und auch mit Rosmarin gerne. Super lecker. Dann eins, so ein ganz typisches Gericht von uns, das wir ganz gerne machen, ist Tabouleh. Das ist im Prinzip, also ist halt eigentlich ein kaltes Gericht. Wir haben da aber auch so ein bisschen unsere eigene Version draus gemacht aus dem klassischen Tabouleh. Also wir nehmen dafür Bulgur, den koche ich einfach und dann kommen da ja wie in einen Salat ganz viele frische Zutaten rein. Also Tomaten und Gurke und Paprika und Frühlingszwiebel ganz gerne. Haben wir diesmal nicht gemacht, haben wir vergessen, aber ich glaube, rote Zwiebel wollten wir da reinmachen. Dann
kommt Mais, mache ich da ganz gerne mit rein. Dann kommt ganz viel frische Petersilie mit da rein und gewürzt wird das Ganze dann, also angemacht wird das Ganze dann auch mit Zitronensaft und Olivenöl und das schmeckt echt richtig gut. Und obendrauf machen wir immer noch, also wir kochen so ein paar Eier, die wir dann halt so aufgeschnitten dann noch so rundherum obendrauf legen. Super lecker. Ein Gericht hat mein Mann sich gewünscht und es ist ein tunesisches Gericht, was wir auch ganz gerne oder immer mal wieder machen, dass wir tunesisch kochen und das Gericht heißt Makloub. Und es ist eigentlich auch gar kein warmes Gericht, sondern es ist wie so ein Sandwich und da macht man halt das Brötchen oder das Brot halt selber aus so einem Teig. Ich glaube, das wird in der Pfanne gebacken und dann kann man das halt mit Salat befüllen und mein Mann macht sich da ganz gerne halt dann das Hähnchen rein. Ich werde das halt nur mit Salat essen und dann isst man dazu Pommes oder so, die man dann ja, frisch selber macht. Kartoffeln haben wir noch da und das haben wir sehr lange nicht mehr gegessen, aber das ist wirklich richtig gut. Also ich muss mal gucken, ich suche mal ein Rezept dazu raus, ob ich irgendwie online ein Rezept dazu finde und poste euch das in die Infobox. Und das letzte Gericht, das wir jetzt geplant hatten für diese Woche, ganz simpel, ein Curry. Da haben wir eigentlich immer alles für da, also da haue ich immer alle Gemüsereste mit rein und mache das dann mit Kokosmilch und dann essen wir dazu Reis. Reis haben wir noch ganz viel da, Gemüse haben wir jetzt auch mehr als genug, Kokosmilch haben wir auch noch, haben wir keine gekauft. Sehr lecker schmeckt das Curry übrigens auch, wenn man nicht nur eine Dose Kokosmilch mit reinmacht, sondern auch eine Dose gehackte Tomaten. Auch sehr lecker. Wir haben auch Kichererbsen, die noch weg müssen. Genau, und sonst den Rest werde ich gucken, was ich so zaubern kann. Ich habe ja auch noch die Wraps, vielleicht können wir Wraps machen. Ich habe auch überlegt, irgendwie was Überbackenes zu machen. Mal gucken. Es werden mir auf jeden Fall Sachen einfallen. Diese Woche sind jetzt jedenfalls fest nur 5 Gerichte geplant. Ja, ich habe ja schon mal in einem anderen Video erzählt, normalerweise plane ich mindestens 7 bis 8. Aber diese Woche... ja, ist halt ein bisschen anders. Trotzdem hoffe ich, dass euch diese Food Haul, dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben da lassen, weil mich das ganz toll unterstützt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.